Die Pest. Die Pest, oder auch der Schwarze Tod genannt, war eines der schlimmsten Erkrankungen, die gerade im Mittelalter vor dem 14. Jahrhundert für viele Todesopfer sorgte. Erkennbar durch bestimmte Symptome war die Pest bei Betroffenen durch kalten Schweiß, starken Husten, dunkle Augenringe, offene Wunden auf Gesicht und Körper, rissige Lippen, eingefallene Wangen sowie auch Volumenverlust im gesamten Körper. Zu Anfang wussten die Menschen im Mittelalter noch nicht genau, woher die Pest überhaupt abstammte. Die damaligen Theorien gingen zuerst davon aus, dass die Ursache durch schlechte Winde oder durch eine ungünstige Planetenkonstellation von Mars, Jupiter und Saturn seien. Weitere Theorien ergaben dann, dass die Ursache der Pest durch verseuchtes Wasser entstanden sei, wo man dann auch nach einem Schuldigen für das verseuchte Wasser gesucht hatte. Hierfür waren die Verantwortlichen auch schnell gefunden. Die Juden wurden als Brunnenvergifter beschuldigt und später daraufhin in ganz Europa verfolgt, vertrieben oder auch ermordet. Ganze jüdische Viertel wurden abgebrannt und viele Juden ermordet. Zum Beispiel fielen in Köln damals, laut Schätzungen zufolge, bis zu 800 jüdische Einwohner zu Opfer. Skeptiker bemerkten zwar, dass auch die Juden von der Pesterkrankung nicht verschont blieben. Jedoch hielt das letzten Endes die Judenverfolgung nicht auf. Trotz allem breitete sich der Schwarze Tod als Epidemie weiter aus. In Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, war die Pest immer wieder ausgebrochen und kam um das Jahr 1347 nach Mitteleuropa, vermutlich durch den Schiffsverkehr aus dem vorderen Orient. Natürlich flohen daraufhin die Menschen aus Panik aus den pestverseuchten bzw. betroffenen Städten, wodurch sich die Pestepidemie umso schneller verbreitete. Schätzungen zufolge soll in den Jahren 1347 bis 1353 ein Drittel der europäischen Bevölkerung an der Pest gestorben sein. Die Zahlen schwankten hierbei zwischen 20 und 50 Millionen Toten. Natürlich waren die Menschen im Mittelalter danach versessen, endlich ein Heilmittel gegen die Pest zu finden, was allerdings in erster Linie zu keiner richtigen Wirksamkeit führte. Häufig wurden damals die Erkrankten zu Ader gelassen, was hierbei bedeutet, dass ihnen Blut entnommen wurde, indem man ihnen in eine Vene schnitt. Andere Erkrankte bekamen hierbei Brechmittel, in der Hoffnung, somit den schwarzen Tod aus dem Leibe rauszuspeien. Aus heutiger Sicht ist jedoch bekannt, dass solche Maßnahmen einen ohnehin schon geschwächten Patienten mehr Schaden als Nutzen antun würde. Zum Schutz trugen damals die Menschen Tücher oder Masken vor dem Gesicht. Durch Verbrennen duftender Hölzer und Kräuter sowie durch Versprühen von Essig und Rosenwasser versuchten die Menschen von damals, gegen die Krankheit anzukämpfen, was jedoch ohne Erfolg war. Anfangs wurden Erkrankte ohne besondere Vorkehrung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Die Verstorbenen wurden in der Regel normal beerdigt. Später wurden die Häuser von Pesterkrankten mit einem weißen Kreuz an der Tür gekennzeichnet. Betroffene mussten hierbei außerhalb der Städte in Zwangsunterkünfte umziehen.
Die Anzahl der Erkrankten und Toten der Pest wurden von Zeit zu Zeit immer höher. Und gleichzeitig auch die Angst der Nichtbetroffenen, was hierzu führte, dass die Erkrankten oft von ihren eigenen Familien und Freunden im Stich gelassen wurden. Sogar Geistliche vermieden bei den Erkrankten den Beistand. Auf der venezianischen Insel Lazzaretto Nuovo, die in der Lagune von Venedig liegt, entstand eines der ersten Quarantänestationen für Pesterkrankte. Da die Venezianer einen Zusammenhang zwischen Pestkrankheit und Schiffsverkehr vermuteten, standen Reisende, die aus pestverseuchten Städten kamen, zunächst für 40 Tage auf der Insel unter Beobachtung. Aus dieser Zeitspanne der Isolation entstand auch der Begriff Quarantäne, was aus dem italienischen Wort quaranta für 40 steht. Die Zustände auf der venezianischen Insel sollen, laut Erzählungen zufolge, mehr als frevelhaft gewesen sein. Pesterkrankte wurden entweder vernachlässigt, zwanghaften Heilungen unterworfen oder sogar eingesperrt worden sein. Der sogenannte Pestdoktor soll bei den Erkrankten ein Sinnbild für das absolute Böse dargestellt haben, da er damals angeblich hauptsächlich für die Misshandlung von Erkrankten verantwortlich gewesen sein soll und somit zu einem weiteren Sinnbild für die Pest wurde. Im Mittelalter standen schwere Erkrankungen als eine Strafe Gottes. Hierbei suchten Betroffene Verehrung gegenüber Schutzheiliger, wie die heilige Jungfrau Maria oder der Pestheilige Sebastian. Manche Gläubiger führten sogar sogenannte Selbstkasteiungen, also Selbstverletzungen durch, um dadurch das Leid Christi nachzuempfinden und für ihre eigenen Sünden zu büßen, auf dass sie es später im Jenseits gut haben würden. Die Zeiten der Pesterkrankungen war aber auch besonders für die katholische Kirche sowas wie ein lukratives Geschäft, da sie bei den Betroffenen einen sogenannten Ablasshandel anboten, der gerade in der Zeit der Pest enorm anstieg. Bei solchen Ablässen konnten sich Menschen für eine gewisse Zeit von ihren Sünden und somit auch vom reinigenden Prozess des Fegefeuers freikaufen. Im Jahr 1894 wurde das Rätsel vom bisher unbekannten Pesterreger nun endlich gelüftet. Der Schweizer Arzt Alexandre Yersin fand heraus, dass es sich bei der Pest um eine bakterielle Infektionskrankheit handelte, die im Mittelalter durch Ratten und andere Nagetiere auf den Menschen übertragen wurde, und zwar durch den sogenannten Rattenfloh. Die Ratten trugen das verantwortliche Bakterium für die Pest von Anfang an in sich und wurden vom Rattenfloh gestochen. Starb dann die Ratte, suchten sich die Flöhe einen neuen Wirt, was daraufhin der Mensch war. Die Flöhe infizierten den Mensch mit ihren Bissen, und das Unheil nahm dann später seinen Lauf. Da gerade im Mittelalter die hygienischen und medizinischen Umstände äußerst schlecht waren und gleichzeitig Ratten und Flöhe als alltäglich betrachtet wurden, konnte sich somit die Krankheit, die später als der Schwarze Tod bekannt wurde, gut ausbreiten. Heutzutage helfen in erster Linie einfache hygienische Mittel und Maßnahmen oder bei Infektionen antibakterielle bzw. antibiotische Arzneistoffe, um solch eine Erkrankung bzw. Epidemie zu vermeiden.